Also erstmal fand ich, das war eine Riesenchance, in dieses Amt zu kommen und diese große Aufgabe zu übernehmen, zumal viele andere vor mir, insbesondere mein direkter Vorgänger, der Herr Dr. Ringler, ja diesen Prozess überhaupt auch gegenüber den Gremien durchgesetzt hatte mit einem beträchtlichen Haushaltsansatz. Und dass ich jetzt einsteigen durfte mit der Auswahl auch der Büros in diesem Prozess unmittelbar eingebunden und dann der Gestaltung dieses Prozesses, das fand ich war eine einzigartige Chance, die ich sicher in einem anderen Amt gar nicht in dieser Form gehabt hätte. Ja. Insofern ist es wirklich ein Einstieg gewesen, der unmittelbar gleich in diese Kreativität des Amtes mit einwirken konnte und einen ganz wichtigen Prozess, der auch ein wichtiges Aushängeschild ist für unser Stadtplanungsamt, unmittelbar mitgestalten durfte. Ich habe mir einfach versprochen, dass der Beteiligungsprozess im Hinblick auf die Öffentlichkeit eben auch noch neu und anders gestaltet werden könnte, in der Form, wie wir Zielgruppen ansprechen, welche Zielgruppen es uns gelingt, dann auch in diesem Prozess anzusprechen. Diese Zusammenarbeit habe ich so empfunden, dass ich den Eindruck hatte, das besteht schon länger. Das ist nicht der erste Prozess, der in dieser Art hier so gestaltet wird, sondern durch die Planungswerkstatt, die vorausgegangen war, Durlacher Allee und viele andere Prozesse, gibt es schon eine ausgezeichnete Tradition dieses Amtes in diesen Prozessen. Dennoch glaube ich, dass in der Breite, wie es hier angelegt war, das tatsächlich einzigartig war und auch über den Zeitraum, den es tatsächlich auch bespielt wird und diese Anforderungen immer wieder eingefordert wird, schon auch ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Engagement, diese Begeisterung und diese große Affinität zu diesem Thema bis zum Ende 2016 auch in dieser Form noch durchhalten können, dass wir auch im Amt ganz spezifisch für die Aufgabenstellung uns gelingt, Projektgruppen zu bilden mit eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich so für dieses Thema begeistern und das eben in dieser Form dann an die Gremien auch herantragen können, weitergeben können, dass sie diesen Prozess dann mit uns auch abschließen und wir tatsächlich ein Dokument haben, was tragfähig ist, was zielorientiert ist und was uns wirklich ernsthaft auch in der Planungspraxis dann als Leithilfe dienen kann. Also die Erwartungshaltung war eigentlich eine andere oder es begann für uns mit einer Enttäuschung, weil wir ja lange auf eine Bauausstellung zum Stadtjubiläum hingearbeitet haben. Und von daher waren wir natürlich enttäuscht, als es irgendwann hieß, ist nicht machbar und die Zeit reicht auch nicht mehr. Aber als dann dieser Leitbildprozess begann, haben wir gemerkt, dass also im Sinne auch des BDA, der ja Baukultur einfordert und fördert, dass dieser ganze Prozess doch sehr sinnvoll war und auch im Sinne der Baukultur sehr wichtig ist für Karlsruhe. Also der BDA ist sehr hinterher, dass viele Wettbewerbe gemacht werden und dieses städtebauliche Leitbild oder räumliche Leitbild ist natürlich eine Vorstufe dazu, aber in dem nächsten Schritt wird es sicher auch Planungswettbewerb gehen oder das hoffen wir, offene Planungswettbewerbe und das wäre dann das, wofür wir auch kämpfen würden weiter. Ja, also es war ja ein sehr großes Gremium und ich war erstaunt, wie effektiv und gut das zusammengearbeitet hat. Also es konnte jeder seine Forderungen, seine Wünsche, seine Vorstellungen, Anregungen eingeben und das hat auch sehr gut und sehr straff organisiert funktioniert. Und von daher bin ich sehr zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich, ich lebe seit 35 Jahren in Karlsruhe, aber mein innerer Stadtplan hat sich auch verändert. Also es gibt viele Dinge, die hinzugekommen sind. Und ich hoffe, dass es den Bürgerinnen und Bürgern auch so geht, auch wenn sie in die Ausstellung gehen, die jetzt kommt. Also die Öffentlichkeitsarbeit hat mich sehr positiv überrascht. Wir waren ja alle überrascht als Gremium auch, dass die Beteiligung an den Zwischenpräsentationen in der Schlusspräsentation so groß war. Und was für mich persönlich da zu spüren war, nicht nur im großen Gremium, wenn Dinge vorgestellt wurden, sondern vor allen Dingen in den Pausen, wenn mit den Projektteams direkt diskutiert wurde, wie viel Ideen und Engagement und Kreativität auch bei den Bürgern da ist. Und das ist anscheinend ein Potenzial, was dadurch geweckt worden ist. Und das ist natürlich sehr wichtig und gut, wenn es weiterverfolgt wird.
Ich finde, man sollte das Ganze nicht 2016 beenden. Das ist ja kein Prozess, der dann aufhört und dann wandert das räumliche Leitbild in die Schublade, sondern das ist ja ein Instrument, mit dem das Stadtplanungsamt arbeiten kann, auch im Sinne, dass es mehr agieren und weniger reagieren muss, sondern agieren kann, wenn Anfragen kommen, wenn Investoren was wollen, wenn irgendwelche Wünsche da sind. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, das, was bei den Bürgern geweckt worden ist, diese Teilnahme, dass das fortgesetzt wird. Und es gibt ja das Stadtbauforum in Karlsruhe. Und ich denke, dass es zum Beispiel sinnvoll wäre, einmal im Jahr ein Stadtbauforum zum Abgleich zu machen, räumliches Leitbild und aktuelle städtebauliche Entwicklung, dass man einfach sieht, das ist ein Instrument, mit dem weitergearbeitet wird und ein Maßstab, an dem immer wieder gemessen wird. In Karlsruhe war von Anfang an klar, dass es kein begrenztes Thema ist, weil viele andere Werkstätten sind eher kleinere, begrenztere Bereiche, sondern es musste eigentlich um die ganze Stadt gehen, sonst wäre die ganze Verknüpfung mit dem Stadtgeburtstag nicht glaubwürdig gewesen. Und es gibt verschiedene Grade der Öffentlichkeit. Oft ist es so, dass es gibt Expertenverfahren, die eigentlich ohne Öffentlichkeit stattfinden, es gibt kleinere Bürgerwerkstätten. Das waren aber alles keine Formate, die jetzt zusammenpassten mit der Idee von Karlsruhe, sondern es ging um die ganze Stadt und es ging um möglichst viel Öffentlichkeit. Meine persönliche Vision, ich habe keine persönliche Vision, wenn ich in so einen Prozess gehe. Als Teilnehmer nicht und auch nicht als Konzipierender, weil ich weiß genauso wenig, was nachher das Richtige ist, wie alle anderen auch. Das ist, glaube ich, hat das was zu tun mit unserer Generation. Die ältere Generation, die unsere Lehrer waren, die wussten eigentlich schon, wo es hingehen sollte. Und die haben eigentlich dann die Öffentlichkeit benutzt, um zu belehren. Wir gehen eher in solche Prozesse hinein, um selber mehr zu lernen und dann eigentlich besser einschätzen zu können, was nachher auch das Richtige ist. Das ist unter Fachleuten immer der kritischste Punkt. Viele sagen, das sind Eventveranstaltungen, das sind Placebo-Diskussionen. Und viele interne Diskussionen bei uns gehen immer darum, wie kann denn die Öffentlichkeit jetzt tatsächlich diese Offenheit und Augenhöhe erreichen? Also wie wird nicht irgendwie nur was gemacht, was man konsumieren kann oder als Event versteht und dann geht es normal weiter. Das ist der kritische Punkt. In den Formaten der Öffentlichkeit gibt es mittlerweile sehr viel Erfahrung. Wir haben ja da auch ein Team gehabt, die sehr viel Erfahrung hatten. Das also, wie spricht man Leute an, wie werden Veranstaltungen gemacht. Das war eher ein sicherer Part. Da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das funktionieren wird. Aber dass sehr viele konkrete Dinge auch in den Diskussionen dann transportiert worden sind, die dann auch dokumentiert wurden und wonach, und wir haben uns sehr stark bemüht, diese Dinge zu verfolgen, zu sortieren, öffentlich zu machen und auch öffentlich zu machen, was wir damit machen. Man darf nicht so sich einlullen lassen und selig werden und alle finden es gut, dann wird der Prozess meist sehr flach. Mir ist lieber eine sehr heftige Auseinandersetzung, möglicherweise, die jetzt auch in den Stadtteilen noch bevorsteht, als dass man nicht drüber redet oder Dinge hinter der verschlossenen Tür macht. Also nur so kommen wir auch weiter und wissen wir besser, wie so eine Stadt sich entwickeln kann. Weil das kann keiner sagen. Wir merken aber schon an den Reaktionen, wie gewisse Dinge verstanden werden. Und es ist, glaube ich, in jedem Projekt mittlerweile Standard, dass man diese Fragen öffentlich auch stellen muss. Man sollte nur sensibel sein, was zurückkommt. Man sollte sich nicht einfach gefallen in schönen Events und netten Veranstaltungen. Also ich glaube, dass jetzt erst die eigentliche Nagelprobe kommt. Ich glaube, das merkt man jetzt auch schon bei verschiedenen Projekten, die sich jetzt so in die Stadtteile langsam tragen. Also wir werden sicherlich mit den betreffenden Stadtteilen überlegen müssen, wie wir da weiterkommen. Weil das Leitbild ist eben auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Wir haben in der Ausstellung ja versucht, das auch, soweit es irgendwie möglich war, klarzumachen. Es geht um konkrete Sachen, die aber im Großen auch zusammenpassen müssen. Also es darf nicht sein, dass über jedes planerische Projekt oder Herausforderung eine isolierte Diskussion stattfindet, sondern ich glaube, wir können anhand des Materials, des Leitbilds jetzt sehr gut sagen, wie die einzelnen Projekte einzustufen sind, wie wichtig die sind, welche Priorität sie haben, welchen Verknüpfung sie zum Beispiel zum Klimaschutz haben, wie wichtig die Landschaftsräume sind. Das heißt, das passt meiner Ansicht nach in dem Material, was es jetzt gibt, sehr gut zusammen und wird eine Grundlage liefern, um jetzt tatsächlich mit allen in den Stadtteilen, mit allen Betroffenen eigentlich da sehr viel konkreter zu werden. Es ist kein Allheilmittel und es ist auch nicht abgeschlossen.
Es sollte aber so sein, dass, das merken wir jetzt auch an den Reaktionen aus der Fachwelt, dass viele gucken jetzt nach Karlsruhe und sagen, ihr habt eigentlich jetzt einen Prozess gemacht, den es so in Deutschland erstmal nicht gab, der aber möglicherweise auch ein Modell sein kann. So, und das ist jetzt das, wo wir weiter drüber nachdenken. Einmal, wie kommen wir in der Stadt weiter und wie kommen wir jetzt auch in der Fachwelt, wie können wir jetzt unsere Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, transportieren. Also da, es ist nicht sowas, wo man sagt, Haken dran und schönes Buch oder schöne Ausstellung, sondern es ist eine sehr drängende Frage, weil letztendlich ist es so, wir kommen auch, wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Ich glaube nicht mehr, dass es in Deutschland in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen Planungsprozess gibt, der nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess jetzt, den wir gerade auch so in der Fachwelt durchmachen. Das ist ein großer Lernprozess und ist auch wichtig jetzt für die nächste Generation, dass die sagt, okay, es hat sich was verändert, Planung geht heute anders. Ja, guten Tag, mein Name ist Philipp Krass vom Büro Berchtold Krass. Ich bin Raum- und Stadtplaner und wir haben in dem Team Studio Planung Strategien, Dr. Martina Baum, Urban Catalyst Studio aus Berlin, mit Klaus Obermeier und unserem Büro an dem Projekt Räumliches Leitbild teilgenommen. Na, für uns als Karlsruher Büro ist es natürlich in erster Linie die eigene Stadt, die dort im Fokus steht und die Aufgabenstellung, die natürlich ganz wichtig ist, auf solchen Maßstabsebenen sowas zu behandeln. Und wenn das dann sozusagen noch vor der Haustür stattfindet und wir häufiger in solchen Prozessen auch arbeiten, sind wir natürlich auch der Überzeugung, mit unserem Beitrag dann einen wesentlichen Schritt beitragen zu können. Und die Herausforderung ist natürlich schon immer, wenn man innerhalb so kurzer Zeit von einem Fachpremium, von der Öffentlichkeit vor Bürgern, dann auch noch gepaart mit Workshops sowas vorbereiten muss. Die inhaltliche Arbeit und die Vorbereitung der eigentlichen Veranstaltung natürlich schon knapp ist. Vor allem hat mich erstaunt, wie die große Aufmerksamkeit das Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung und das Nachdenken über städtische Zukunft ein enormes Publikumsecho ausgelöst hat. Also die Veranstaltungen waren immer wahnsinnig gut besucht. Das war hier schon eine Besonderheit in dem Verfahren. Auf der anderen Seite ist klare und prägnante Darstellung natürlich immer gut. Von daher ist sozusagen diese Kopplung zwischen Bürgern und Fachgremium ganz gut für die eigene Arbeit, möglichst verständlich und einfach auszudrücken, haben die Fachleute sogar auch nichts dagegen. Die Besprechungen mit dem Begleitgremium waren hier eigentlich immer sehr konstruktiv. Die Gefahr ist häufig dann bei solchen Sitzungen, wenn man da mit absoluten Fachleuten im jeweiligen Gebiet spricht, dass sich das dann ganz schnell zerfasert auf irgendwelche Detailfragen, weil die Leute natürlich unheimlich viel darüber wissen. Aber das war hier erfreulicherweise nicht der Fall. Jeder wusste, worum es geht. Für die Kürze der Zeit waren mir manchmal die Diskussionsrunden etwas zu groß. Es gab verschiedene Themenrunden, in denen wir zusammengesessen sind. Manche Teilnehmerzahlen waren dann noch schon, wenn man eine Stunde Zeit hat, über die Dinge zu sprechen, etwas zu groß. Aber im Großen und Ganzen waren das eigentlich sehr gute Feedbackrunden. Auch, dass die entkoppelt waren von den Bürgerworkshops, den Vorstellungen am Vortag. Da hatte man noch eine Nachtzeit, darüber zu schlafen und von dem nächsten Tag dann eigentlich frisch diese Dinge mit dem Begleitgremium zu sprechen. Jedes Team hat immer so seine ganz spezielle Herangehensweise, hat seinen eigenen Blickwinkel, seinen eigenen Entwurf und versucht den natürlich auch möglichst klar und präzise durchzuhalten, auch durchzuarbeiten. Von daher ist es immer ganz hilfreich, vor allem wenn man die anderen Büros dann hört, über die eigene Arbeit einfach mal nachzudenken. Und vor allem in den Reaktionen, die dann kommen, kann man nochmal das, was man eben selbst vorgestellt hat, eigentlich dann nochmal ganz gut reflektieren und die eigenen Dinge nochmal abprüfen. Dass so eine Arbeit nicht in der Schublade verschwindet, ist natürlich wirklich eine große Anstrengung, die die Stadt jeweils unternehmen muss. Das ist sicherlich auch was, wo die Stadt Karlsruhe viel unternimmt. Ich denke, dazu gehört ist, dass es zum Schluss ein verabschiedbares Dokument wird, das auch von der Politik eindeutig befürwortet wird, dass es was ist, hinter dem man sich versammeln kann, dass man auch tatsächlich politisch verabschieden kann. Dazu gehört dann sicherlich auch, dass Sinn und Zweck von so einem Leitbild da artikuliert werden und da artikuliert sind, dass ja, über Handlungsräume und Schwerpunktthemen entschieden wird, an denen man dann auch später dann Pläne und Programme, politisches und planerisches Arbeiten auch ausrichten und abprüfen kann. Und dann sehen wir vielleicht auch, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, andere große Rahmenplanungen oder Leitvorstellungen, die es in der Stadt gibt,
versucht, mit solchen, mit so einem Raum Planwerk auch abzukoppeln und abzustimmen, dass die Pläne sozusagen synchronisiert, kann man vielleicht nicht sagen, aber dass sie aufeinander aufbauen und man weiß, in welchem Verhältnis gewisse Pläne zueinander stehen und dass wie so ja, Rädchen sozusagen aufeinander greifen und sich jetzt nicht widersprechen. Ich denke, das ist sicherlich eine große Aufgabe, die jetzt im Nachgang für die Planungswerkstatt auch bei der Stadt liegt. Man könnte meinen, dass ein räumliches Leitbild etwas ist, was so ungefähr jede Stadt macht, um in die Zukunft zu schauen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht so. Es gibt eigentlich nur relativ wenig Städte, die tatsächlich sich die Mühe machen oder Gründe dafür sehen, ein Leitbild für die Zukunft zu erstellen. Was uns eigentlich sehr stark fasziniert hat, ist also die Frage, warum ausgerechnet eine Stadt, die so groß ist wie Karlsruhe, so bekannt ist wie Karlsruhe, die prosperierend ist, welche Gründe hat sie eigentlich, jetzt auf die Suche zu gehen nach der räumlichen Zukunft? Also zunächst muss ich sagen, dass die Taktung uns vor eine relativ große Herausforderung gestellt hat. Insofern, als dass man wissen muss, dass wir selber gerade jetzt als Rotterdamer Team, was von außen kommt, natürlich hat man von Karlsruhe gehört und wir arbeiten da zwar in der Nähe des Bundesverfassungsgerichts, aber mehr weiß man im Prinzip nicht von der Stadt. Das heißt, wir haben in einer kurzen Zeit nicht nur schon erste Ideen, Analysen und so weiter vorbereiten müssen, sondern wir mussten uns parallel auch noch in die gesamte Thematik einarbeiten. Das heißt, in einer kurzen Zeit beschäftigt man sich mit der Stadt an sich, mit der Analyse, versucht aber gleichzeitig schon in die Zukunft zu denken. Es gab eine gewisse Trennung während des Verfahrens zwischen dem, was das Begleitgremium den Teams mitgegeben hat und dem, was die Bevölkerung einem mitgegeben hat. Das heißt, in öffentlichen Abendveranstaltungen durften wir unsere Ideen präsentieren. Da war auch ganz toll viel Bevölkerung vor Ort anwesend, interessiert und hat Kommentar geliefert und geleistet. Und, aber was mir doch sehr aufgefallen ist, ist, dass das Begleitgremium in dem Moment eigentlich wie ein schweigender Block sich das sozusagen das Schauspiel angeschaut hat, zugehört hat, was die Bevölkerung sagt, die Antwort natürlich auch von uns sich angehört hat. Aber letztlich, wenn man natürlich die Interaktion will, auch zwischen den Protagonisten der Stadt und der Bevölkerung, wäre genau dies auch der Moment gewesen, wo das Begleitgremium sich in die Fragestellungen hätte einbringen müssen. Ich finde auch immer interessant, Fragestellungen erklärt zu bekommen aus einem völlig anderen Blickwinkel, der vielleicht gar nicht so sehr unserer Philosophie entspricht, aber deswegen nicht weniger sinnvoll oder relevant ist. Insofern ist natürlich das Nebeneinanderarbeiten mehr oder weniger konkurrierend zwar anstrengend, aber es bringt einem, wie gesagt, neue kollegiale Kontakte. Es erweitert auch irgendwo den Horizont, den man hat, um Dinge zu betrachten. Ich glaube, dass die Zeit von Masterplänen, wo eine Zeichnung gemacht wird und die wird irgendwo im Direktorenzimmer an die Wand gepinnt und das ist dann die Marschrichtung für die nächsten 30 Jahre, dass diese Zeit vorbei ist. Ein Leitbild für die Zukunft muss etwas Flexibles sein, etwas Wachsendes sein, was sich mitverändern kann und was vor allen Dingen auch möglicherweise in Kommunikation mit der Bevölkerung, mit Stakeholders, mit Interessensgruppen, mit Verbänden weiterentwickelt werden kann. Ich glaube, das Allerwichtigste hierbei ist, dass man zum einen nicht davon ausgeht, dass man jetzt die eine Zielrichtung hat, die bis zum Ende so festgehalten werden muss, sondern dass man sehr viel mehr immer in Kontakt bleibt mit vor allem auch der Bevölkerung und der Öffentlichkeit, dass man das Planwerk, was man jetzt erstellt hat, was ein gewisses Bild zeigt, immer wieder konfrontiert mit den Wünschen und den Bedürfnissen der Bewohner einer Stadt.
Ich war zunächst etwas erschrocken über das Thema räumliches Leitbild, als ich in den Zeitungen die Bilder gesehen habe, mehr Licht in den Hartwald, und wir wussten erstmal gar nichts von dem Thema. Aber ich halte es für einen spannenden Prozess, und für uns, die im Wald arbeiten, ist auch wichtig, immer die Impulse von außen zu bekommen, die externe Sichtweise zu haben und nicht nur im eigenen Saft zu kochen. Und ich denke, da kann das räumliche Leitbild und die Anregungen kommen, die da kommen, weiterhelfen. Und was mich auch sehr gefreut hat bei den ganzen Arbeiten zum räumlichen Leitbild, dass alle Planungsbüros auch die Bedeutung der Wälder und der Grünräume erkannt haben. Und die Bedeutung wird sicherlich in Zukunft in den urbanen Räumen noch weiter steigen. Für mich ein wichtiges Anliegen ist einfach, den Menschen klarzumachen, dass es im Wald viele, viele Interessen gibt. Es gibt Interessen auf der einen Seite vom Thema Holz, Holznutzung, Holzernte. Es gibt Interesse von Seiten Erholung, Freizeit, Sport. Und es ist Interesse seitens der Ökologie und des Artenschutzes. Am deutlichsten spürbar ist für uns der Konflikt zwischen der Holznutzung, der Forstwirtschaft und der Freizeitnutzung. Da gibt es die meisten Konflikte, weil eben viele Leute, viele Menschen nicht verstehen, dass in diesem stadtnahen Wald auch Forstwirtschaft betrieben wird, Holz gewonnen wird. Und auf der einen Seite der Erholungsraum, das sind Gegensätze, die viele Leute nicht verstehen. Das andere ist eben, dass wir versuchen wollen, auch über bessere Informationen, bessere Wegführung noch den Erholungsraum besser nutzbar zu machen. Verschiedene Situationen an und werden dann mit. Also aus unserer Warte war sehr wichtig, wie ich gerade schon erwähnt habe, Verständnis auch für die Belange, die wirtschaftlichen Belange der Unternehmen zu wecken. Also Gewerbegebiete sind in der Regel immer Arbeitsstätten, aber auch Störfaktoren in gewisser Weise vielleicht für ein Wohnumfeld, für die Bürger im klassischen Sinne, in der klassischen Bewegung. Da passiert halt sehr viel, da ist sehr viel Verkehr. Da sind sehr viele Menschen unterwegs, da werden auch Emissionen freigesetzt und das trifft nicht immer auf Zustimmung. Wir brauchen aber auch Gewerbeflächen, Gewerbegebiete im Stadtbild, um halt den Broterwerb zu sichern, ganz platt gesagt. Und ich glaube, der Diskurs muss auch dahingehen, Gewerbegebiete oder auch Gewerbestandorte wieder zu schätzen als Orte der Begegnung, als Orte der Produktion, als Orte, wo auch Menschen sehr viel Zeit verbringen, nämlich ihre Arbeitszeit, und diese auch entsprechend zu qualifizieren. Es gibt Gewerbegebiete in Karlsruhe, die haben den Charme, ich sag mal, der 60er und 70er Jahre, wo partiell dran gearbeitet wurde, aber noch viel Modernisierungsbedarf auch besteht. Und wir möchten eigentlich die Gewerbegebiete in einen Transformationsprozess auch bringen, der Zukunft auch gewappnet zu sein. Und auch für die Arbeitnehmer, die Gewerbetreibenden, die Unternehmer selber, aber auch für die Bevölkerung wieder zu einer attraktiven Adresse zu machen. Und ich glaube, diese Botschaft, die haben wir versucht, heute ein Stück weit mitzugeben, also Verständnis zu wecken für das Gewerbegebiet, Verständnis zu wecken auch für die Notwendigkeit eines Gewerbegebietes, auch mitten in der Urbanität, und auch zu überlegen, wie kriege ich diese Urbanität oder wie kriege ich dieses Gewerbegebiet in die Zukunft auch transformiert. Also das Gewerbegebiet Grünwinkel stellt sich aus meiner Warte extrem bunt dar. Wir haben von den Dienstleistern über Produzierer, Entsorgungsunternehmen, Gastronomie bis hin zu Dienstleistungsunternehmen. Das macht den Charme dieses Gebietes auch aus. Das gibt aber auch sehr viele Optionen, wenn Sie sich durch das Gebiet bewegen. Und ich habe mir gestern Zeit genommen, mir mal verschiedene Situationen hier anzuschauen. Gibt es schon noch sehr viel Potenzial, was allein die Flächenausnutzung angeht. Wir haben einige Leerstände hier im Gebiet, die könnte man betrachten, nachqualifizieren. Wir haben Freiflächen noch, die kann man sich anschauen. Und ab von der Fläche gibt es auch die Möglichkeit, sich über Energienetzwerke hier im Gebiet Gedanken zu machen. Wie sieht es mit der Infrastrukturausstattung aus? Gibt es Bedarf an Kindertagesstätten, die hier nicht gedeckt sind? Gibt es Sporteinrichtungen, die Arbeitnehmer nutzen können? Wie sieht es mit der Abfallentsorgung aus? Wie sieht es mit der Logistik im Gebiet aus? Also es gibt sehr viele Aspekte, wo wir, glaube ich, mit den Nutzern in die Diskussion kommen können. Und das haben wir in Zukunft auch vor, um herauszufiltern, wie wir dieses Gewerbegebiet noch weiter qualifizieren können, im Sinne und für die Nutzer vor allen Dingen. Dass sie einen realen Mehrwert haben und dass sie einen Rahmen bekommen, von der Stadt auch mitgesteckt, der eine wirtschaftliche Weiterentwicklung und eine Umfeldbildung halt fördert.